Hallöchen und herzlich willkommen zur virtuellen Landwirtschaft, dem kleinen Projekt oder gar nicht so kleinen Projekt vom Haus der Wissenschaft, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Wissenschaftsjahr Bioökonomie. Ich bin André Lampe oder andere Lampe und ich freue mich, dass ich ein bisschen was streamen kann. Und im Hintergrund sieht man schon den Landwirtschaftssimulator. Ich habe mir ein kleines Bienenhaus in die Nähe meiner Felder gestellt. Und ja, ein ganz herzliches Hallo in die Runde. Und ich sehe im Chat ist schon einiges los. Lisa Tan wird uns nachher ein bisschen was erzählen. Im wahren Leben heißt er Lars, ist Community Manager bei Giants Software. Und ist auch schon im Chat und ich sag mal ganz großes Hallo an die, die zum ersten Mal hier sind. Ich freue mich, dass ihr den Weg hierher gefunden haben und heute geht es um Biodiversität und dafür habe ich einen Wissenschaftler zu Gast, Jannis Till Feigs vom ZALF und den hole ich auch jetzt mal direkt hier rein. Hallo Jannis! Hallo! Ja, schön dabei zu sein. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Verrat uns doch mal, was du am ZALF eigentlich so treibst. Also woran forschst du und was machst du da? Ich forsche an Hummeln und ich bin an der Frage interessiert, wie Hummeln die Agrarlandschaft wahrnehmen und wie sie sich durch die Agrarlandschaft bewegen und wie sie damit zu genetischen Austausch von Waldbodenpflanzenpopulationen führen. Okay. Das ist so sogenannte Landschaftsgenetik. Landschaftsgenetik, aber also Waldboden, das heißt nicht direkt auf dem Feld, sondern eher direkt daneben oder genau. Gar nicht genau. So nah an einer Feldregion. Doch schon. Ja, sehr unterschiedlich. Also so einige Fragen, mit denen ich mich beschäftige, sind schon sehr konkret, wie die Wälder, die genau an den Feldern sind, beeinflusst werden. Also ob die Hummeln eher über Raps fliegen oder über Mais und wie man das dann an den Waldbodenpflanzenpopulationen sehen kann. Okay, also vor allem der Fokus im Wald, aber tatsächlich sind ja kleine Wälder und Waldabschnitte irgendwie Teil unserer Landschaft, wo auch Felder immer wieder dazwischen sind. Wenn du Wald sagst, ist das dann dieser große, undurchdringliche Kilometer tiefe Wald oder ist das auch, wenn da eine kleine Baumgruppe am Feld steht? Genau, eher zweiteres. Also ich beschäftige mich mit kleinen Wäldern in der Agrarlandschaft. Okay. Das sind circa 52% der vorkommenden Waldbestände in Nordeuropa oder in Zentraleuropa. Und genau diese Systeme sind halt besonders interessant an der Stelle. Ja, okay. Also tatsächlich die kleinen Wälder, die wir hier ja tatsächlich auch haben. Okay, und wir wollen heute so ein bisschen über Bioökonomie quatschen und ich würde mal sagen, ich hole dich jetzt mal ins Spiel herein. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet, nachdem du gesagt hattest, du würdest an Hummeln forschen und so. Also hier habe ich mal zwei Mods installiert, die es für Landwirtschaftssimulator 19 gibt. Einmal hier drüben die Bienenstöcke, heißt die Mod. Und das Bienenhaus. Die machen leider nichts weiter, soweit ich weiß, außer dass sie ein bisschen, wenn man sie irgendwo aufbaut, dass man dann kontinuierlich ein bisschen Geld im Landwirtschaftssimulator dafür bekommt. Also sie interagieren jetzt nicht irgendwie hier mit meinen Rapsfeldern, die ich hier stehen habe und so. Also aber, gar nicht. Also... Nee. Okay. Aber welche Rolle spielen denn, ich sag jetzt mal, Bienen habe ich jetzt hier mit aufgenommen in das Spiel, in meinen Spielstand quasi. Welche Rolle spielen denn, Hummeln, hast du gesagt, forschst du dir direkt dran. Das ist ja fast dasselbe wie Biene, sage ich jetzt einfach mal. Welche Rolle spielen so Insekten, die halt von Blüte zu Blüte fliegen in der Landwirtschaft? Überhaupt? Also so weltweit natürlich eine Zentrale. Also 3/4 aller wichtigen Nutzpflanzen werden von Insekten bestäubt. Und ich hatte eben gerade noch mal geguckt von den
ja, bei uns heimischen oder angebauten Kulturarten ist zum Beispiel die Steigerung des Sonnenblumenertrages, wenn man ein Bienenvolk neben ein Sonnenblumenfeld setzt. Lass mich nochmal kurz nachgucken. Ich glaube, es war gerade 180% Steigerung. 180%, okay. Ja. Also der Einfluss auf ja, Kulturen wie Senf oder Raps oder Sonnenblumen ist tatsächlich immens, von dem, okay, wie weit es dann auch tatsächlich mehr Produktion gibt. Okay, jetzt habe ich ja schon direkt zu deiner Forschungsarbeit gefragt. Jetzt würde ich direkt mal wieder etwas breiter werden wollen, nämlich was heißt denn, ich fahre jetzt mal zurück zu meinem Hof, ich etwas durch das Häuschen. Was heißt denn Biodiversität erstmal, ganz grundsätzlich? Kannst du das fix zusammenfassen? Ja, klar. Also Biodiversität ist ein Grundvorstellung von dem, wie das Leben auf der Welt so organisiert ist. Und da gibt es die Definition von den Vereinten Nationen. Die nehmen die Biodiversität in vier Aspekten. Also zuallererst einmal die Artenvielfalt, die ja quasi das Bekannteste ist, dass verschiedene Arten vorkommen. Das kennt man viel auch aus dem Artenschutz, so dass zum Beispiel der Schutz von Tigern oder so, das ist, glaube ich, so das bekannte Beispiel für das, was Leute sich unter Biodiversität vorstellen. Aber Biodiversität meint auch die genetische Diversität. Das sind einerseits die Gene, die es pro Art gibt. Die können vielseitig sein oder sehr arm. Und das ist quasi die Grundeinheit jeglicher evolutionärer Anpassung für alle Prozesse. Also das meint einerseits wirklich die Menge von Genen, die in einer Art vorkommen, oder verschiedenen Genen. Ja. So ein leichtestes Beispiel, die Augenfarben von Menschen. So eigentlich alle Eigenschaften von Arten basieren auf verschiedenen Kombinationen von Genen. Und je mehr vielfältige Kombinationen man davon hat, desto mehr Anpassungsfähigkeit gibt es in den Arten. Und das ist für jegliche Art von Krise oder jeglicher Form von Anpassung einfach die Grundlage. Mhm. Und in dieser genetischen Diversität sieht man auch, ist auch abgebildet, wie viele Populationen, also wie viele Einzelgruppen es von einer Art gibt. Das ist häufig bei der Artenvielfalt ein bisschen unterschlagen. In der Artenvielfalt zählt, wenn es einen Tiger im Zoo noch gibt, zählt er quasi als eine Art, die existiert. Aber wenn es keine natürlichen Populationen mehr gibt, ist sie theoretisch eigentlich auf genetischer Ebene bereits ausgestorben. Okay, ja. Und die andere Gruppe, wenn man von der Artenvielfalt in die genetische Vielfalt runterzoomt, geht man quasi mehr ins Detail. Man kann aber auch noch nach weiter oben zoomen. Das sind dann die Diversitäten von Ökosystemen und Biotopen. Das sind dann ganze Gruppen von Interaktionen, die man da als Biodiversität versteht. Mhm. Und es gibt noch eine vierte Kategorie, die ich jetzt frisch gelernt habe für diesen Vortrag. Das ist die Biodiversität der Verhaltensweisen. Das, ich glaube, das bezieht sich vor allen Dingen auf Tiere, dass es verschiedene Arten von Verhalten von Tieren gibt, die durchaus auch erhaltenswert sind, weil die sich weltweit irgendwie verschieden verhalten. Mhm. Und warum ist Biodiversität so wichtig? Dass die Biodiversität befindet sich heutzutage auch in einer sehr großen Krise. Und der Herr Professor Glaubrecht vom Zentrum für Naturkunde in Hamburg hat da eine Analogie vorgestellt, die ich eigentlich für den Kontext hier sehr schön finde. Das war in einem Interview in der Geo. Da hat er Biodiversität oder den Schwund der Biodiversität verglichen mit einer riesengroßen Festplatte. Und auf dieser riesengroßen Festplatte wird nach und nach einfach immer was weggelöscht. Und am Anfang ist das nicht besonders
wichtig. Das sind vielleicht unnötige Dateien, vielleicht ein paar Erinnerungen. Aber nach und nach werden halt durchgehend Dateien gelöscht, wo man bei vielen überhaupt noch gar nicht weiß, was ihr Nutzen ist. Und je mehr man löscht, desto eher führt es dann zu einem Systemabsturz, ohne dass man überhaupt weiß, was da drauf ist. Mhm. Und das fand ich war eine ganz, ganz nette Analogie zur Veranschaulichung von dem, was die Besonderheit von dieser Biodiversitätskrise ist, nämlich gerade die fehlende Sichtbarkeit. Ja, also die Biodiversität heißt auch im Prinzip Artenvielfalt, ist nur ein anderes Wort dafür, oder greift das nicht weit genug? Nee, das greift nicht weit genug, genau. Das ist, ist genau der Punkt, warum es Biodiversität aus diesen vier Aspekten besteht. Also Artenvielfalt, genetische Vielfalt, Vielfalt der Biotope und Ökosysteme und Verhaltensvielfalt. Und das sind halt miteinander interagierende. Und die Artenvielfalt ist halt nur ein kleiner Teil davon, quasi. Ja, okay. Du hast jetzt erstmal so die generelle große Definition abgegeben. Was heißt denn Biodiversität, wenn wir in Richtung Landwirtschaft gehen? Also Hummeln und Bienen haben wir jetzt eben kurz einmal schon angesprochen, weil mich das einfach interessierte und du ja auch direkt daran forschst. Und wir haben ja auch das Problem, seit ein paar Jahren, Insektenhotels gibt es quasi in jedem Baumarkt, weil es immer weniger Insekten gibt. Das ist ja auch etwas, wo Biodiversität zurückgeht. Und du hast gesagt, diese Insekten sind wahnsinnig wichtig, steigern den Ertrag bei Raps, bei Sonnenblumen und so weiter und so fort. Aber wie setzt sich das generell in die Landwirtschaft rein? Kann man da so eine generelle Mechanik irgendwie versuchen zu beschreiben? Biodiversität ist halt sehr, sehr vielseitig. Also ich glaube, da kann man in der Landwirtschaft immer diese zwei Dimensionen sehen. Halt einmal das, was wirklich einfach in der Agrarlandschaft vorkommt. Da sieht man die Biodiversität vor allen Dingen in den natürlichen und seminatürlichen Habitaten, wie diesen kleinen Wäldern, über die wir eben gesprochen haben, oder wenig intensiv genutzten Wiesen. In diesem Kontext, da kommt dann wirklich das Gros der verschiedenen wilden Pflanzenarten, wilden Tierarten vor. Aber auch auf dem Acker passiert viel Biodiversität. Das sind einerseits, gibt es natürlich die Möglichkeiten diverserer Kulturen, die man anbauen kann, viel gemischtere Kulturen, dann verschiedene Sorten. Also du meinst tatsächlich dann unterschiedliche Feldfrüchte? Genau, unterschiedliche Feldfrüchte. Ja. Und auch innerhalb von einem Getreide zum Beispiel alte Sorten anzubauen. Das ist auch ein wichtiger Teil der Biodiversität. Nur das, womit ich mich mehr beschäftige, ist dann wirklich die wilden Arten, die man in der Agrarlandschaft so finden kann. Und wie die Systeme, diese wilden Systeme, wie der Wald in einer Wechselwirkung stehen mit den Feldern. Mhm. Wofür ist Biodiversität noch wichtig? Ich fange einfach nochmal an. Du hast so ein paar Sachen aufgezählt. Biodiversität ist wichtig, dass man auch mal alte Sorten auf dem Feld anbaut und so. Warum ist das besonders wichtig? Also welchen Effekt hat das? Also eigentlich ist Biodiversität vor allen Dingen Handlungsfähigkeit auf das Ungewisse. Also okay. Das... die reale Welt ist halt ein komplexer Ort und je mehr man in Richtung Biodiversität, also je biodiverser man aufgestellt ist, desto mehr Wechselwirkung wird es einfach geben. Also zum Beispiel Schädling-Nützling-Interaktion, wenn man irgendein Insekt hat, was die Feldfrüchte befällt, dann ist, je biodiverser die Landschaft ist, die Wahrscheinlichkeit, dass genau der passende Gegenspieler einfach da ist, viel, viel höher. Und das ist so ein resilientes System, was man in der Natur sehr, sehr viel findet, dass einfach auf jeden Akteur zwei, drei Gegenspieler folgen. Und wenn man nicht, also die gesamten Dynamiken der Biodiversität gehen eigentlich alle in diese Richtung, dass einfach vielfältige Reaktionen möglich sind und damit die
Effekte von einzelnen Akteuren viel kleiner werden. Okay, also quasi um die Natur widerstandsfähiger zu machen. Also genau, ganz genau. Also ja. Resilienz heißt dann ja nichts anderes, als dass sie robuster wird, weil wenn man dann nur einen Player hat quasi und dann kommt ein Schädling, der genau darauf passt, oder ich sag jetzt auch schon Schädling, ein Fressfeind, ja, dann ist ratzekahl die ganze Population weg. Und so genau, ist das dann, ist ja klassische Problem von so einer Monokultur, wie man sie sich vorstellt, wenn jede Pflanze auf einem Feld das gleiche Individuum ist und in der dann sind sie einfach sehr, sehr angreifbar für Erreger. Und wenn in der Landschaft keine Gegenspieler von dem oder von dem Fressinsekt kommen, dann wird es einfach eine sehr leichte Beute sein. Okay, ja. Konkurrieren eigentlich Hummeln oder Bestäuber insgesamt untereinander? Also, cool, ja, die Frage finde ich sehr gut. Not the Snowman fragt das. Also Olaf, Not the Snowman, ja, da gibt es interessante Studien zu, die insbesondere die Konkurrenz zwischen kommerziell genutzten Bestäubern wie unseren Honigbienen hier und wilden Bestäubern untersuchen. Und es gibt durchaus Tendenzen, dass die Honigbiene ist ein sehr wichtiger und sehr hilfreicher Organismus, aber sie kann durchaus so effektiv sein, dass sie die gesamten Ressourcen in einer Landschaft, wo es wenig Nektar- und Pollenangebot gibt, dann wegnehmen und dann Wildbienen nicht zu fressen finden. Also ja, das gibt's. Das kommt drauf an. Also wenn es ein limitiertes Pollen- und Nektarangebot gibt, dann gibt es durchaus Konkurrenz zwischen Bestäubern. Okay. Und aber trotzdem ist dann, also an der Stelle ist dann so ein bisschen Biodiversität geht dann gegen das, was wir klassisch bisher gemacht haben, oder? Also wenn du sagtest so, ja, die heimische Honigbiene, also die in solchen Stöcken gehalten wird, wie wir es hier da oben auch sehen, konkurriert dann mit den Wildbienen und dann finden die Wildbienen nichts mehr zu fressen. Das ist dann ja schlecht für die Biodiversität, also muss man quasi in allen Dingen, die man macht, Biodiversität mitdenken? Also eigentlich schon. Also das ist eine Diskussion momentan mit der Honigbiene und deren Verhältnis zu den wilden Bestäubern. Also Fakt ist aber, dass es keine wilden Honigbienen in Deutschland gibt, sondern die alle in Kultur stehen. Und dass, wenn es zu wenig Blühangebot gibt, und das ist dann wahrscheinlich der Punkt, also wahrscheinlich sind dann Feldränder, Blühstreifen, weiteres Blühangebot da die Lösung, dass sobald es genügend Futterpflanzen gibt, ist dieser Wettkampf dann nicht vorhanden. Der passiert nur bei einem Engpass. Also ich denke, das ist dann das Entscheidende an der Stelle. Okay, ja. Und dann eine Frage von Marie Kemm. Wo liegt denn der Unterschied zwischen der Wirkung der Bienen und der Hummeln? Du erforschst ja Hummeln und nicht Insekten. Gibt es Insekten, die durch den Klimawandel oder enge Fruchtfolgen in ihrer Populationsstärke in unserer Kulturlandschaft stark zunehmen? Also Marie, du fragst auch nach, ob es irgendetwas gibt, was so durch, wie wir im Moment Landwirtschaft machen, dass es bestimmte Arten gibt, die dadurch bevorzugt werden und dann quasi das System zum Kippen bringen. Vielleicht wäre eine Nachfrage an dich, wenn du da nochmal drauf eingehen kannst. Aber ansonsten, Jannis, sag gerne was dazu. Finde ich sehr schön, die Frage von Marie. Ich arbeite nicht nur mit Hummeln, sondern auch mit Schwebfliegen. Und so die wichtigsten Gruppen von Insektenbestäubern sind eigentlich diese Bienenarten, also das gesamte Feld der Bienenarten, wo auch die Hummeln zugehören. Dann tatsächlich viele Fliegenarten, wie die Schwebfliege, dann Schmetterlinge und Käfer. Und die reagieren total verschieden auf Landschaftsveränderungen. Jetzt in den Bereich Klimawandelfolgen gehe ich selber mit meiner Forschung zu wenig, als dass ich da jetzt konkret ein Beispiel für einen Insekt nennen möchte, was auf den Klimawandel stark reagiert. Durchaus ist es aber so, dass ich beschäftige mich sehr viel mit dieser Fragmentierung und mit dem, dass natürliche Habitate
in der Landschaft weniger vorkommen. Das ist so, dass man vermehrt sehen kann, dass so Generalistenarten zunehmen im Verhältnis zu Spezialistenarten. Also dass Arten, die sich auf die gesamte Landschaft angepasst haben, sind für gewöhnlich die, die sich am besten durchsetzen. Außer es gibt ganz spezielle Landnutzungsformen. Da gibt es zum Beispiel diese eine Schwebfliegenart Ringia campestris. Das ist so eine Schnauzenschwebfliege, deren Larven leben in Kuhfladen. Und wenn man da eine gemischte Haltung von Kühen in einer Landschaft hat, zusammen mit Feldern, dann treten plötzlich sehr vermehrt diese Schwebfliegenarten dann wirklich zu Hunderten auf. Mhm. Und mit der engen Fruchtfolge, ja, also das ist auch ein, so Raps gilt ja als so ein Mass Flowering Crop, also so, das halt ein Massenblühangebot bietet. Und wenn man Raps in einer Landschaft hat, dann und das regelmäßig, dann baut man damit auf jeden Fall große Populationen auf von zum Beispiel Hummelarten. Ja, ich glaube, die Erdhummel zum Beispiel kommt viel im Raps auch vor. Dass, wenn viel Raps angebaut wird, definitiv die Bestäuber, die Raps nutzen können, zunehmen. Mhm. Und ja. Ja. Marie Kemm hat das auch nochmal spezifiziert auf meine Nachfrage. Ja, genau, beziehungsweise Veränderungen in den letzten 10 beziehungsweise 30 Jahren im Raum Braunschweig, also wahrscheinlich jemanden aus Braunschweig, Hallöchen. Hildesheimer Börde ist ja der Mais als Energiepflanze dazugekommen und langsam wird vermehrt Dinkel angebaut. Also, aber das ist schon sehr spezifisch für deine Ecke, wo du wegkommst. Aber das mit dem Mais ist, glaube ich, schon eine Sache, die man vermehrt sehen kann. Und Mais wird häufig so ein bisschen als so für Bestäuber so eine Art Wüste wahrgenommen. Aber da haben wir uns letztens mit beschäftigt, auch im Rahmen unseres Projekts, und haben durchaus interessante Sachen zu dem, dass einige Lavalformen, auch wieder von Schwebfliegen, in den Maisfeldern auch vorkommen. Also da ist auf jeden Fall ein sehr spannender Raum zur Untersuchung, welche, also Mais wird definitiv eine Auswirkung haben. Mhm. Die klassische Auswirkung, die angenommen wird, ist eigentlich, dass sie Barrieren darstellen und damit Beweglichkeit durch die Landschaft reduzieren. Aber wenn man hinguckt, wird man auf jeden Fall auch gewisse Insektenarten finden, die durchaus Mais auch als Nahrungs- und Schutzquelle nehmen. Okay. Ja, und du hast jetzt eben auch gesagt, ich gehe nochmal ins Spiel rein. Ich habe mich jetzt mittlerweile in den Wald hier quasi in ein kleines Waldstück am Rande der Felder bewegt. Und welche Rolle spielt da also deine Forschung in so kleinen Waldstücken? Welchen Einfluss hat das auf die Felder und auch Biodiversität? Und ist das wichtig für die Insekten, weil wir da gerade beim Thema sind? Also diese kleinen Wälder stellen meistens das Haupthabitat für den Großteil der Arten dar. Und dadurch wird die Landschaft einfach biodiverser. Wir sehen jetzt da ja, das ist ja größtenteils eher Nadelholz. Ja. Also wir beschäftigen uns schon auch viel mit so alten Buchenbeständen. Also meine Professorin Monika Wulff beschäftigt sich sehr viel mit historischen Wäldern und alten kleinen Wäldern, die dann ein riesen Repertoire an Arten da enthalten. Und das wären meistens dann eher so Buchenmischwälder, die durchaus auch als so kleine Stücke in der Landschaft vorkommen. Mhm. Und da wäre der Boden jetzt durchaus anders gestaltet, als es da, ja, diese Laubschicht ist schon realistisch, aber wenn, da wären dann Sachen wie das Buschwindröschen oder zum Beispiel der Sauerklee zu finden, so typische Waldbodenpflanzen, von denen es einfach hunderte Arten gibt, die in allen möglichen Wechselwirkungen mit allen möglichen Tiergruppen stehen. Und dadurch gäbe es dann ja verschiedene Effekte, die man erwarten würde, einfach auch in Richtung Schädlingprävention aufnehmen. Aber als erstes möchte ich jetzt mal kurz
Lars Malcharek hier in die Runde mit reinholen, a.k.a. Lisa Tan. Ja, guten Abend. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt Dinge beitragen kann. Schade, dass der Chat oder dieser Stream jetzt kein Bildungsstream mehr ist, weil ich bin da. Damit wechselt das Ganze jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, du niveaulosem Gebrabbel, es tut mir leid, aber ich kann zwischendurch die Klappe halten, dann wird es wieder wissenschaftlich. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben jetzt eben von Jannis schon so ein klein bisschen was Biodiversität und hier und da ist es im Spiel nicht zwangsläufig 100% abgebildet, aber das ist ja auch nicht Ziel des Spiels und dafür sind Mods da. So, Eingangsfrage, worauf kommt es beim Modden an? Ich würde es etwas anders formulieren. Was kann man denn alles modden in Landwirtschaftssimulator 19? Tatsächlich einfach alles. Also es gibt keine Grenzen. Das muss man, glaube ich, so brutal einfach mal sagen. Es existieren einfach keine Grenzen. Solange man es hinbekommt. Klar, also das Spiel ist irgendwo die Grenze. Ne? Natürlich ist irgendwo die Engine und das Spiel ist irgendwo die Grenze, aber es gibt keine festgeschriebenen Sachen, was man machen kann. Also wenn jemand einen Mod erstellt und sagt, ich kann irgendwas völlig Verrücktes, dann kann der das machen. Das geht. Ja, ja. Also ich habe schon Leute gesehen, die haben, was weiß ich, eine Mondbasis gemoddet. Das hat mit Landwirtschaft überhaupt nichts zu tun, aber es geht. Ja, und dann haben die ja eben auf dem Mond dann so eine Kuppel gebaut und dann sind da Felder drin. Dann kann man die dann halt auf dem Mond bestellen und auf dem Mond ernten. Geil. Und wer das will, kann das machen. Also es geht tatsächlich alles. Ja. Und dann fährt man da auch mit den Traktoren halt genauso, wie ich das jetzt tue, herum. Was immer man will. Ich habe Formel-1-Strecken gesehen. Leute, die einfach nur unser Spiel benutzt haben, Formel-1-Strecken hingebaut haben, Rennwagen reingemoddet haben und wild im Kreis fahren. Go-Kart-Bahnen. Es gibt auch Panzer und allen möglichen Kram. Warum man das alles braucht, ich weiß es nicht. Aber ne, wie gesagt, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wenn man Bock hat und weiß, wie man moddet, dann kann man alles machen, wenn man uns ins Spiel reinpflastert. Da gibt es verrückten Scheiß. Also gab es Schwerkraft auf dem Mond dann? Ich habe es ehrlich gesagt nicht gespielt. Ich habe nur ein Video gesehen. Aber ja, ich glaube, es war einfach eine ganz normale Karte, wie bei uns auf dem Boden auch, nur halt gemoddet als Mond. Einfach hübsch grau. Vielleicht hatte er einfach nicht viel Bock und hat einfach nur eine graue Textur hingeschmissen. Oder? Nein, also es geht wirklich alles. Aber je komplizierter man es haben will, desto besser muss man eben auch sich auskennen mit Programmieren. Genau, das wollte ich mir jetzt fragen. Welche Vorkenntnisse braucht man? Wie funktioniert das überhaupt? Also von meiner bescheidenen Kenntnis, was Modden angeht, ich habe das mal bei diversen Simulationssachen gemacht und da waren dann ein paar Tabellen da, wo ich Werte ändern konnte und das ging dann halt mit dem Texteditor deines Vertrauens. Gott sei Dank musste ich nicht programmieren. Aber kannst du vielleicht uns noch mal ein bisschen mitnehmen, was braucht man, wenn man... Also generell, das geht auch. Dieses klassische, ich bin ja ein Kind der 80er und 90er, ich kenne das auch noch. Ja, Textdatei öffnen und guck mal, wie viel Gold ich habe oder was auch immer im Spiel, bin ich ganz groß drin gewesen. Ja, das nennt man nicht zwangsläufig Modden, ne? Es ist nicht zwangsläufig, aber es ist eine kleine Modifikation. Den habe ich gerade schon überschritten, denn ich bin 3 Meter hinter mir, glaube ich. Also das geht natürlich bei uns auch, klar. Mhm. Aber man kann im Prinzip sehr viel mehr machen. Was man dafür braucht, hängt wirklich davon ab, was man machen will. Also wir stellen selber 2 Tools zur Verfügung. Einmal den Giants Editor. In dem kann man unsere 3D-Objekte reinladen, ein bisschen umbauen, wenn man das gerne möchte und Ahnung hat, wie es geht. Und einmal so ein Test-Tool, dessen Namen ich ehrlich gesagt nicht kenne. Wenn das Ganze fertig ist, dass man einmal einen Test durchlaufen lassen kann und gucken kann, würde dieser Mod denn auch funktionieren, bevor man ihn das erstmal ins Spiel hämmert und alles zerstört. Alles andere kann man selber mitnehmen. Die meisten Modder arbeiten mit so Tools wie Blender, machen eben dann 3D-Objekte, weil, ich sag mal, das klassische Modding bei uns sind natürlich Leute, die Traktoren reinbringen. Ja, die sie, was weiß ich, vielleicht aus ihrer Kindheit haben, die wir nicht im Spiel haben, wo die sagen, ich hätte aber unglaublich gern diesen spezifischen Traktor, den mein Opa schon immer gefahren hat, dann bauen die den eben in 3D nach. Bringen den rein, da muss man dann Ahnung davon haben, wie man einen Traktor in 3D baut. Ist nicht ganz einfach. Aber tatsächlich ist ja Blender ein schönes Tool, was eine sehr steile Lernkurve hat. Also da habe ich auch schon mal. Aber einen Traktor würde ich mir trotzdem nicht zutrauen. Vor allen Dingen, weil halt der Detailgrad extrem hoch bei uns ist. Also natürlich, klar, wenn du einen Mod machst, kannst du auch einfach einen Traktor hinbauen, der sieht aus, als hätte jemand ein Bobbycar angemalt. Das geht. Ja. Du kannst machen, was du willst.
Aber natürlich, gerade wenn du es in den Mod-Hub hochladen willst, also in unser Tool, unsere Webseite, von der aus die Spieler das einfach runterladen können, muss eine gewisse Qualität da sein. Wir lassen nicht jeden Quatsch zu. Ja. Wobei, wenn es offensichtlich absichtlich Blödsinn ist, dann wird es halt auch zugelassen. Ist okay. Ja. Okay. Das geht schon auch. Ja, ja, also, aber wenn es so aussieht, als wolltest du was wirklich Ernsthaftes bauen und hast es einfach nicht hingekriegt, schwierig. Okay, also es gibt schon quasi, ihr kuratiert von Giant Software für das Spiel die Mods. Das heißt, es gibt den Mod-Hub, wo das so sammelt. Da habe ich jetzt auch die diversesten Mods, die ich hier in diesem Spielstand benutze. Da drüben übrigens die Scheune, die man da sieht, das ist eine Mindener Scheune, wenn mich nicht alles täuscht. Einfach, weil ich aus Ostwestfalen komme und da bin ich über den Mod gestolpert und die musste ich einfach haben. Weil ich dachte, tatsächlich auf der ganzen Welt sind Scheunen einfach aus Backstein mit grünen Türen. Ich weiß jetzt, dass das in Westfalen üblich ist und sonst nicht sehr häufig und gesehen genau, wird. Und genau so entstehen diese Mods. Das ja. ist nämlich genau. Ich möchte aber genau das Ding, das bei mir zu Hause steht. Ja, genau. Ja. Genau das. 90%, 10% Mondbasis. Okay, also, aber ihr kuratiert das? Das heißt, die Leute müssen das bei euch einreichen oder wie funktioniert das genau? Ich sage jetzt einfach mal ja und nein. Du kannst deinen Mod bei uns einreichen, du musst nicht. Okay. Wenn du das tust, also Mods sind im Grunde am Ende ZIP-Files. Ja? Okay. Das heißt, du kannst natürlich dieses ZIP-File auch überall hochladen und irgendwer kann es runterladen. Es gibt Mod-Seiten im Netz, es gibt Leute, die teilen diese Sachen mit ihren Freunden einfach nur über, was weiß ich, Discord oder Google Drives oder was auch immer. Mhm. Du kannst sie aber bei uns hochladen. Wenn du das tust, hast du zwei Vorteile. Zum einen, wir prüfen diesen Mod natürlich und wenn der dann gut läuft und einigermaßen funktioniert, geht der auch auf die Konsolenversion des Spiels und auf die Konsole kommst du nur über uns. Ja. Ja, warum? Kann ich was zu sagen, wenn es euch interessiert? Ist, klar, gerne. Eine bisschen längere Geschichte. Ist eigentlich tatsächlich ist es relativ simpel. Konsolen sind absolut geschlossene Räume, nicht wie das Internet. Ja? Das PlayStation Network zum Beispiel von Sony, das ist halt ein geschlossener Raum und Sony hat ein Auge drauf und entscheidet genau, was da rein darf und was nicht da rein darf. Ja. Und was die nicht zulassen, ist, dass, ich sage jetzt einfach mal, Otto Normal, also irgendein Spieler, irgendwas da hochlädt, was das Netzwerk kaputt macht. Klar. Und deswegen sagt Sony, ein Spieler darf da gar nichts hochladen. Wir als Firma dürfen das aber, weil es ja unser Spiel, wir dürfen da Inhalte hinzufügen. Das heißt, wenn wir die Mods haben, und die prüfen und feststellen, die laufen, können wir die auch auf die Konsole bringen, weil wir dürfen das. Und auf ihr kriegen es auf die Konsole. Mhm. Ja, das ist ein Vorteil, den du wirklich nur hast, wenn du den Mod-Hub benutzt. Und der andere Vorteil, der ist, recht simpel gestrickt, wir bezahlen halt dafür. Nicht? Also wenn ihr bezahlt... Wenn ein Mod bei uns hochgeladen wird, und der wird runtergeladen, dann kriegen die Modern Anteil. Das sind ein paar Cent pro Download. Also ich weiß nicht, was 500 Downloads, 2 Cent oder... Ich weiß es nicht. Mhm. Aber das läppert sich durchaus. Und das ist natürlich schön für die Modder. Oder wenn die das Geld nicht wollen, können die sagen, sie wollen das Geld nicht. Dann können die so eintragen, dass sie es spenden. Da haben wir dann so eine Liste von Organisationen, an die man es spenden kann. Okay. Und wenn die das machen, verdoppeln wir es. Also wenn jemand sagt, meine 100 Euro will ich nicht, dann geben wir 200 Euro an, was auch immer der entschieden hat, wo es hingeht. Giants legt also 100% drauf. Und das ist eine schöne Sache, denke ich. Die gibt es halt nur im Mod-Hub. Ja, okay, verstehe. Das ist, das sind mehrere Vorteile auf einmal. Also Konsolen und die Möglichkeit auch noch an dieser Sache zu spenden. Jetzt habe ich direkt aus dem Chat noch eine Frage von Aaron McCooney. Kann man beim Modden auch in die Programmierlogik eingreifen? Also wie Parameter ändern, eigene Skripte einpflegen und so weiter und so fort. Also bisher hast du ja von Trecker und von Mondbasen gesprochen. Ja, es geht wirklich alles. Also es gibt Mods, und ich weiß nicht, ob du die in deinem Rundgang schon entdeckt hast, die wirklich das Spiel absolut verändern. Richtig krass verändern. Ich glaube, der berühmteste Mod, was das angeht, oder es gibt so 3, 4, der berühmteste dürfte Seasons sein. Ja. Der komplette Jahreszeiten einfühlt, der dafür sorgt, dass das Ernten anders funktioniert, je nachdem, in welcher Jahreszeit du bist, der dafür führt, dass Tiere anders versorgt werden müssen, je nachdem, in welcher Jahreszeit du bist. Das ist ein reiner Mod, den haben Spieler gemacht, da hatten wir nichts mit zu tun. Okay. Und dann gibt es, ja, und es gibt ganz, ganz verrückte Mods in diese Richtung. Mais Plus ist noch einer, der auch alle möglichen Felder verändert und die Art und Weise, wie Sachen wachsen und geerntet werden können. Global Company, ein riesengroßer Mod, der plötzlich Produktlinien einführt, wo man also nicht nur erntet, sondern dann, dass ich den Weizen auch weiterverarbeitet zum Mehl, den Mehl dann in eine Bäckerei, zu einem Brot, das Brot dann zum Supermarkt und verkauft. Solche Dinge. Also es gibt wirklich, wie gesagt, Grenzen gibt es keine, außer deiner eigenen Fähigkeit zu programmieren. Da geht eine Menge verrücktes Zeug und unsere Modder sind wirklich, wirklich abgefahren, was das angeht.
Okay, und an der Stelle, da muss man dann schon, da kommt man da noch mit eurem Editor, den ihr anbietet, weiter, oder muss man dann halt schon wirklich eine gewisse Kenntnis haben, wie man programmiert? Also schreibt man dann ein eigenes Tool? Da muss man schon einige. Aber ihr habt eine Anleitung, wie man das tut, oder? Genau, wir haben alles auf giants-software.com gibt es eine Anleitung, beziehungsweise auf farming-simulator.com unter ModHub. Aber die sind natürlich nicht so tief, dass man alles da draus lesen kann. Also man muss schon Ahnung haben von dem, was man tut. Oder sich halt langsam, ne, langsam reinsteigern vielleicht. Also wir haben viele Modder, die haben angefangen vor mittlerweile, man muss ja sagen, die Spiele sind schon was älter, vor irgendwie 12, 13 Jahren und haben dann ein einzelnes Gewicht gemacht, was im Grunde nichts anderes ist als ein großer Würfel, wenn wir es mal ganz genau nehmen. Ja, und ich jetzt hier nach auch 12 Jahren machen die halt riesen Sachen. Trecker, ne? Auch so eins davor. Genau, und diese Dinger sind auch, oder viele davon sind auch gemoddet. Tatsächlich das am häufigsten gemoddete in unserem Spiel sind Gewichte, weil es halt für Anfänger das Ideale ist. Ne? Es ist nicht zu komplex. Ja. Also ich kenne wirklich Leute, die haben damit angefangen und die machen heute verrücktes Zeug, bis hin zu Leuten, die auch heute jetzt bei uns arbeiten, weil wir einfach an deren Mod, ja, das ist, wir sind ja auch nicht blöd. Ne? Wenn ja, da draußen klar. einer ja. ist, der unglaublich coole Mods bauen kann und unglaublich gut weiß, wie man solche Sachen entwickelt, dann rufen wir den natürlich irgendwann an und sagen, hör mal, hättest du Bock? Und dann wird er in die Firma geholt, keine Frage. Ja. Wir haben viele, viele ehemalige Modder, die jetzt in der Firma sind, einfach weil die so viel Plan vom Spiel haben schon. Die kennen ja den Code des Spiels schon in- und auswendig durch ihre Aktivitäten. Mhm. Dass wir irgendwann gesagt haben, okay, die haben die Ideen, die haben das Wissen und die kennen unser Spiel und dann werden die eingestellt. Also das passiert nicht selten tatsächlich. Ich würde sagen, so 20-30% unserer Mitarbeiter in der Entwicklung sind ehemalige Modder tatsächlich. Ja. Und das zeigt, glaube ich, wie viel man wissen muss, um diese abgefahrenen Mods zu machen. Also die sind wirklich krass. Noch eine Frage aus dem Chat ist, gibt es denn eigentlich auch Senf im Spiel? Also im Spiel gibt es das nicht, aber das kann man sich reinmodden, definitiv. Also man kann alles reinmodden, auch. Ja. Ackerfrüchte. Und an der Stelle, wir haben jetzt eben von Jannis so ein bisschen was gehört. Ein Punkt, den wir auch, wo wir schon ein bisschen gequatscht hatten drüber, Jannis, offline, aber auch der eben nochmal so aufkam, war... Sichtbarkeit ist das Allerwichtigste bei Biodiversität, dass Sachen sichtbar sind, dass man was von dem Wild sieht. Also es muss ja nicht zwangsläufig mit dem Feld oder so interagieren, aber das könnte man halt auch tatsächlich reinmachen. Ich meine, wenn man hier übers Feld fährt, fliegen auch ab und zu mal Vögel hoch. Genau, wir hatten, die Vögel sind tatsächlich Teil dieses Projekts. Wir hatten mit dem LS19 damals 2017, 2018, als wir den entwickelt haben, hatten wir angefangen, genau das zu machen. Wir wollten mehr Wildleben drin haben. Mhm. Aus jetzt nicht sehr wissenschaftlichen Gründen. Ist halt einfach cooler fürs Spiel, wenn überall was rumläuft. Ja. Muss man ja ganz, ganz dreist so sagen. Aber ich glaube, das ist der... Oh, sorry. Nee, mach ruhig. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der wissenschaftlichsten Gründe überhaupt, gerade vom Wild. Dieses, wenn es cool ist und dass man sie halt sieht. Und das, ich glaube, das ist so ein sehr unterschätztes Feld, dass Biodiversität zentral davon lebt, dass es eigentlich im Alltagsleben von jedem sichtbar ist. Und das macht Wildleben insbesondere. Also so die Rehe, die man in der Landschaft sieht, sind einfach Teil der Agrarlandschaft. Wir hatten sie auch schon drin in der frühen Version vom LS19. Das Problem war, dass es da ein paar Performance-Probleme damit gab. Also das Spiel lief nicht mehr wirklich gut. Dann haben wir sie wieder rausgeschmissen. Die Vögel sind drin geblieben. Die sind aus diesem Projekt. Es waren halt Rehe drin, Vögel und so weiter. Wird also irgendwann mit Sicherheit wiederkommen. Wie gesagt, wollten wir schon im letzten Spiel haben. Mhm. Und wird irgendwann wieder passieren. Das kann ich, glaube ich, sagen. Ob es schon im nächsten Spiel passieren wird, das darf ich jetzt nicht sagen, sonst kriege ich ganz furchtbar Stress mit meinen Chefs, wenn ich über das nächste Spiel zu viel verrate. Aber was ich, denke ich, sagen kann, weil wir es auch schon gezeigt haben damals, also wenn man Screenshots von 2018 sucht, dann sieht man schon Rehe, dass wir eben an solchen Sachen arbeiten. Wir entwickeln das Spiel ja immer weiter. Ja. Wir gucken immer, was wir machen können, dass es ein bisschen realer wird, hübscher wird. Und gerade solche Sachen, gerade mehr Tiervielfalt ist was sehr, sehr wichtig für uns ist und was hoffentlich auch immer mehr kommen wird. Das ist sehr spannend. Ich finde auch, wir hatten in einem Vorgespräch auch darüber gequatscht, dass man eigentlich bisher vom Game Sound vor allen Dingen die Traktoren hört. Das könnte ich mir halt auch noch als einen interessanten Parameter vorstellen, dass man auch Hörbarkeit von Tieren schafft. Also, dass man, wenn man viele Hecken hat, dann irgendwie mehr Vögel hört oder wenn man an so einem Tümpel vorbeifährt, dass man dann Frösche hört. Also, auch im Soundtrack des Spiels kann man da, glaube ich, dann noch schöne realistische Elemente auf Ebene von Tieren einbauen.
Haben wir, glaube ich, nicht. also wir haben den Sound oder überarbeiten den Sound für das nächste Spiel, für den 22er, weil wir halt wahnsinnig viel Feedback gesammelt haben. Das Feedback hören wir jetzt zum ersten Mal. Wäre vielleicht ganz cool gewesen, so vor einem halben Jahr oder so. Sorry. Nehme ich aber gerne mal mit für die Zukunft. Warum nicht? Ist ja nicht das letzte Spiel, das wir machen. Aber wir wollen den Sound, also wir wollen auch die Umgebung realistisch machen. Traktoren sind das A und O in unserem Spiel. Ich denke, ich kann recht ehrlich sagen, die meisten Leute, die unser Spiel spielen, wollen einfach mit einem riesigen Traktor oder mit einem riesigen Drescher übers Feld fahren. Da stehen die drauf. Und das muss halt wummen. Einer der Gründe, warum wir den Sound überarbeiten, ist halt, weil im 19 haben wir versucht, ihn realistischer zu machen. Hat auch gut funktioniert, klingt aber ganz oft ein bisschen langweilig. Und jetzt müssen wir so ein bisschen, so, ich sag mal, den Mittelweg finden zwischen realistisch und zu leise. Also wir arbeiten an den Sounds und Umgebungsgeräusche sind wahnsinnig wichtig. Das auf jeden Fall. Aber die sind halt bei uns jetzt bis jetzt, glaube ich, nicht so daran gebunden, dass man, wenn man an Tümpel ist, dass man irgendwas anderes hört. Wäre aber, glaube ich, cool. Das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ja, und auch, was wir so auch nochmal gesprochen hatten, Janis meint so, hier ist ein Rapsfeld und wir sind durchgeworden. Das ist zu leise. Hier müsste es summen wie die Sau, weil es halt blüht. Das ist mir noch so im Gedächtnis geblieben. Irgendwie. Ja, aber genau. Und du hast eben schon ein paar abgefahrene Sachen erzählt, Lars, die gemoddet wurden. Was war so das, was dich am meisten nachhaltig beeindruckt hat? War das die Mondbasis oder die Rennstrecke oder gibt es da noch was? Beeindruckt im guten oder im bekloppten Sinne? In beidem. Machen wir erst das Bekloppte und dann das Gute. Tatsächlich war die ich glaube, die Go-Kart-Bahn war das Bekloppte, was mich am meisten verwirrt hat tatsächlich. Das war wirklich eine riesige gemoddete Go-Kart-Bahn mit kleinen gemoddeten Go-Karts, auf denen dann auch wirklich Rennen gefahren wurden. Innerhalb der Community. Da gibt es auch einen Go-Kart mit meinem kleinen Logo drauf, weil ich dann irgendwann gesagt habe, das ist cool, dann haben die mich als Sponsor mit eingetragen. Das war wirklich abgefahren, ist halt völlig Banane. Er hat mit unserem Spiel überhaupt nichts mehr zu tun und ist völliger Quatsch, aber es macht den Leuten Spaß und es ist ein Spiel. Ja, wenn es Spaß macht, ist es richtig. So einfach ist die Regel. Und den fand ich persönlich von den bekloppten Mods bisher am witzigsten. Es gibt auch Traktor-Fußball, auch völlig irre. Und jetzt wird es gleich ein bisschen laut, es tut mir leid. Wo dann einfach ein Fußballfeld hingemoddet wurde, ein riesiger Ball, der dann mit Traktoren hin und her geschubst wird. All diese Sachen existieren, sind ziemlich cool. Ich glaube, am meisten beeindruckt tatsächlich hat mich Seasons, weil der Mod einfach das Spiel komplett umkrempelt. Also wenn man den anschmeißt, hat man halt im Prinzip ein neues Spiel. Ja? Weil er die kompletten Mechaniken des Spiels ändert. Es gibt auf einmal Schnee, den gibt es in unserem Standardspiel nicht. Aber wie gesagt, dann eben auch im Winter brauchen die Tiere mehr Futter und man kann Sachen nicht mehr anbauen und so weiter und so fort. All diese Sachen hat sich jemand richtig viel Gedanken gemacht und hat einen Mod abgeliefert, der einfach meiner Meinung nach gewaltig ist. Wir haben dann das Offensichtliche getan. Der Erfinder davon arbeitet jetzt bei uns. die haben halt vor, ich glaube, 4 Jahren einen Mod-Contest damit gewonnen. Also wir machen ungefähr alle zwei Jahre machen wir einen Mod-Contest, wo wir eben Moddern erlauben, Mods einzureichen, darf die Community wählen und der Gewinner kriegt dann gerne mal hohe Geldpreise oder irgendwelche abgefahrenen Sachen. Und Seasons hat offensichtlich alles gewonnen, als das Ding kam. Da waren dann alle, standen da mit offenem Mund inklusive uns. Das Ding ist wirklich, wirklich abgefahren. Und ich freue mich auch drüber. Wir haben, wie gesagt, den Entwickler davon eingesackt. Und jetzt im nächsten Spiel bauen wir selber ein. Jetzt haben wir selber auch Seasons. Das ist halt, wenn du den Entwickler einkassierst, dann gehen solche Sachen prima. Na, ich meine, häufig sind ja tatsächlich, also das ist ja Landwirtschaftssimulator nicht das einzige Beispiel, wo dann durch Mods tatsächlich Spielmechaniken in der nächsten Instanz oder in der nächsten Ausgabe tatsächlich aufgenommen wurden. Aber ich finde es cool, dass ihr auch solche Wettbewerbe macht. So was Ähnliches wollen wir ja auch mit dem Game Jam hier machen und bemühen uns dann auch wirklich an alle, die Bock auf Modden haben und schon Sachen gemacht haben oder jetzt Lust drauf haben, auf dem Discord-Server vom Haus der Wissenschaft, die das mit organisieren. Deswegen kommt da ab und zu auch mal das Logo von denen reingeflogen. Das ist ein großartiger Haufen. Da kann man sich zusammenfinden, da kann man auch Leute finden, die sich mit Modden schon auskennen, aber vor allem könnt ihr dort die WissenschaftlerInnen treffen, die wir hier zum Gespräch haben, um auch Fragen zu stellen.
wie setze ich was um? Ich will da was sehr, sehr realistisch machen. Wie ist der Stand der Forschung? Was kann ich da im Spiel irgendwie machen? Es soll ja nicht so sein, dass jeder Mod irgendwie total Realismus ist. Es soll ja immer noch Spaß machen zu spielen. Aber die bekloppten Sachen sind ja auch durchaus Teil der Realität. Und warum nicht auch mal es zu machen, dass Herden von Elchen von Wölfen gejagt werden? Keine Ahnung. Hier gab es noch eine Frage, einmal von Olaf the Snowman, der hat einen Link in den Chat reingeschmissen, nämlich Ikurios Insect Counter, ein Projekt. Und in die Frage geht wahrscheinlich auch die Frage von Aaron McCooney, um da mal ein Bosswort reinzuwerfen, kann das nicht eine KI übernehmen, Kamera vor die Blüte und klassifizieren lassen, welche Insekten vorbeischauen? Gibt es da technische Ansätze oder... Ich habe davon gehört, aber ich glaube, es ist jetzt noch nicht gängige Praxis. Also wie gesagt, ich selber musste die Tiere auch fangen, um damit dann weitere Analysen zu machen. Aber ich sehe da ein Riesenpotenzial, also gerade zur wirklichen Identifizierung, wer vor Ort denn die lokalen Bestäuber sind. Das ist häufig eine deutlich komplexere Frage, als man auf den ersten Blick denken würde. Also so die lokalen Bestäuber-Communities sind ja von vielen Faktoren abhängig, von den Habitaten, die in der Landschaft vorkommen. Und ja, sowohl für diese Genflussereignisse, die wir untersuchen, relevant, aber auch für die generelle Bestäubung. Also ich denke, in dem Bereich ja, wäre es sehr sinnvoll, da moderne Technologien auch einzusetzen und dann irgendwie ein Machine Learning-basierte Ansatz, kann ich mir vorstellen, dass mittelfristig dann auf jeden Fall bei standardisierten Bedingungen dann viel Arbeit sparen kann. Würde gerne nochmal auf diese ganze Geschichte mit der Bestäubung eingehen. Also warum Insekten und Bestäubung auch tatsächlich so wichtig sind. Kannst du mal vielleicht einmal so grundsätzlich einordnen, welche Ackerpflanze oder welche Pflanzen generell brauchen Bestäubung und bei welchen ist das nicht so wichtig? Also wo spielen dann quasi die Insekten die wichtige Rolle? Weil ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür. Für dich ist es wahrscheinlich irgendwie so, na ist ja klar, das ist die und die Gattung, da braucht man Insekten und bei den anderen ist es egal und da geht das über den Wind oder keine Ahnung was. Aber hilf uns mal, wie funktioniert Bestäubung generell? Also Bestäubung funktioniert ja generell nach dem Muster, dass der Pollen von einem Eltern zu den Müttern, zu dem Fruchtknoten von den Müttern kommen muss. Und da gibt es die verschiedensten Systeme in der Natur. Und 3/4 aller Pflanzen, die wir als Nutzpflanzen benutzen, sind in irgendeiner Weise abhängig von Insektenbestäubung. Hier in der Region gibt es ja sehr viel Anbau von so Süßgräsern, also Weizen, Mais. Zeif ist in Münchenberg, also in Brandenburg, ne? Also das habe ich, genau, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Ja. Genau, aber ich glaube, es ist deutschlandweit, spielen diese Süßgräser schon eine sehr große Rolle. Also ich glaube, das ist der Weizen. Dann, ja, Weizen und was gehört noch dazu? Ja, genau, Mais, dann alle weizenartigen Sachen wie Roggen, Hafer. Mhm. Das sind alles Gräser, die windbestäubt sind. Aber sobald es dann in so klassische Blüten geht, also quasi der gesamte Gemüsebau und dann der gesamte Obstbau, wird Bestäubung direkt zentral. Also es gibt immer mal Arten, die auch in der Lage sind, sich selbst zu bestäuben. Aber für gewöhnlich wird die Ausbeute massiv erhöht. Also das ist der Fall für, ja, hier in der Gegend wahrscheinlich Raps als die super dominante, als die am meisten angebaute Pflanze. Aber auch irgendwie auf den Streuobstwiesen, die Apfelbäume oder der Senf oder Bohnen oder Kartoffeln, halt so alles, was so eine klassische Blüte hat, braucht in der Regel auch Bestäubung oder kriegt zumindest einen Vorteil durch Bestäubung. Also es ist ein wirklich
fundamentaler Prozess. Also wie sieht dann der, also was meinst du genau mit Vorteil? Also die kommen auch klar, wenn jetzt niemand vorbeikommt, der bestäubt, weil ein Polle kommt immer mal vorbeigeflogen oder es geht dann schneller oder? Naja, wenn sie sich selbst bestäuben, dann sind einfach die Quoten von den Blüten, die tatsächlich zu einer Frucht werden, deutlich geringer. Achso, also das geht auch theoretisch, aber wenn sie dann von anderen, also das selbst bestäuben, aber wenn man dann von einer anderen Blüte was abbekommt, dann ist der Ertrag direkt größer und dafür alles, was eine Blüte hat, braucht dann in irgendeiner Form etwas, was Pollen transportiert und dafür sind die Haare wichtig, habe ich jetzt eben heute auch schon gehört. Genau, ja, genau. Okay. Und es gibt halt dann noch sowas, dass permanente Fremdbestäuber sind. Das sind zum Beispiel die Kohlarten. Die brauchen auf jeden Fall Pollen von einem anderen Individuum. Die können sich nicht mit ihrem eigenen Pollen Früchte bilden. Mhm. Und gerade bei diesen Arten ist es halt so, dass wenn es keine Bestäuber gibt, dann kommt es halt auch nicht zur Entwicklung der Früchte. Wenn es jetzt ein Kohl ist, wo man tatsächlich die Früchte haben möchte und nicht, Kohl wird ja auch als Blattgemüse gegessen, dann ist es auf jeden Fall relevant. Genauso ist es zum Beispiel beim Saatgutanbau von Kohl eine super zentrale Frage. Da tut man dann häufig auch Hummeln mit in die Gewächshäuser, wenn man das Saatgut für Kohl produzieren möchte. Ach, tatsächlich? Okay. Ja. Also eigentlich ist es eher relativ üblich, auch wenn man jetzt in so einem Tomatengewächshaus ist, dann sind da regelmäßig Erdhummelkolonien mit reingesetzt. Das ist einfach deutlich effizienter ist. Also okay, aber da ist dann quasi die Erdhummel ist dann quasi das domestizierte Tier, was uns dann da bei der sehr, sehr industrialisierten, sage ich jetzt einfach mal, Landwirtschaft dann auch assistiert. Genau. Die wird, also Erdhummelkolonien kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und ich kenne jetzt vor allen Dingen Gewächshausnutzung, aber die ist, glaube ich, vielseitig einsetzbar. Die fliegt halt auch besonders weit, ist ziemlich robust. In den USA hat das WISS-Institut Roboterbienendrohnen losgeschickt und in China helfen die doch auch schon beim Anbau von Reis. Wie ernst darf man das nehmen? Ist das eine Alternative oder ist das eher problematisch? Wäre seine Frage. Ich würde da zurückkommen zu dem zu dieser Definition von der Biodiversität, die ich vorhin hatte von Herrn Professor Glaubrecht, der die mit diesem Datenspeicher verglichen hat. Also ich glaube, dass es nichts ist, was man jetzt direkt über einen Haufen werfen sollte, dass man sich technologische Überlegungen generiert für verschiedene Bestäubung. Aber was man bei dem Verlust der Biodiversität zu bedenken hat, ist, dass es eine riesige Blackbox ist von Funktionen und von Leistungen, die wir überhaupt noch nicht kennen. Also es gibt ein riesen Repertoire von verschiedenen Bestäubern, die verschiedene Kulturen bestäuben. Mhm. Und wenn die verloren gehen, bevor wir die Drohnen in der, die kleinen Roboterbienen in der Form fertig haben, dann weiß man überhaupt nicht, was da die wirklich Eigenarten sind, wie die Systeme funktionieren oder funktioniert haben. Dass gerade diese Vielseitigkeit von dem, wie welche Pflanze bestäubt werden will, und das sind halt über Jahrtausende etablierte Systeme, die in ihrer Komplexität jetzt schon gänzlich nachstellen zu können, ist auf jeden Fall ein schwieriger Ansatz. Und dann hat man auch nur sehr in den Fokus getanen Teil der Biodiversitätsdiskussion ersetzt. Also ich denke, es ist eine interessante Technologie, aber es ist definitiv nicht die Lösung für Biodiversitätsprobleme, die dann deutlich tiefgreifender in Bereichen sind, die wir jetzt zum größten Teil noch gar nicht kennen. Also ungefähr so. Ja, und wir haben heute auch schon mal diesen Punkt gestriffen und
Wir hatten auch schon mal über Nützling-Schädling-Wechselwirkung. Auf jeden Fall, wir haben es vielleicht nicht diese Überschrift gegeben, aber haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als man sagt, dass, na, unter bestimmten Umständen kommen diese ganzen Schwebfliegen, die können nützlich sein, aber wie ist da, also wo kann da auch Biodiversität helfen, beziehungsweise auch, kommen wir zurück zu deiner Forschung, kleine Waldstücke oder so, hilft dann, weil sich ein Schädling nicht wie Wildfeuer ausbreiten kann, sondern weil aus dem Wald eventuell auch ein Fressfeind da ist, oder denke ich dazu einfach? Nö, das, also so kann man sich das, glaube ich, schon vorstellen. Also Biodiversität bedeutet ja auch, dass es Interaktionen auf allen trophischen Ebenen gibt. Und wenn es einfach einen Wald gibt, in dem viele Insekten vorkommen, dann sind die auch potenzielles Futter für viele Vogelarten. Und wenn es viele Vogelarten, die Insekten fressen, gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein einzelner Käfer zum Beispiel zum Schädling wird, und viel, viel geringer, weil die Vögel ihn dann halt wegfressen können. Ja. Und diese Vögel müssen aber vorhanden sein. Die kommen nicht plötzlich, wenn plötzlich ein Insekt in großen Mengen da ist, können die nicht aus dem Nichts auftauchen. Es muss halt ein stabiles System von verschiedenen biodiversen Interakteuren vor Ort sein. Ja. Und genau sowas liefern dann diese natürlichen Habitate in der Agrarlandschaft. Und genau das können die Felder häufig durch die intensive Bearbeitung nicht liefern. Und dass sie halt konstant flexible Lebewesen stellen. Mhm. Wie dramatisch ist es jetzt so? Ich meine, ich habe jetzt gerade hier, sind wir mit zwei Traktoren unterwegs und ich mache einen See auf einem Feld aus, grubber das durch und so. Hat das auch eine Auswirkung, so eine intensive Bewirtschaftung von einer Feldfläche, die jetzt zwischen kleinen Wäldern und irgendwie einer kleinen Hecke oder sowas ist? Ist das auch eine Rückwirkung darauf, dass der Mensch so heftig da eingreift und es so intensiv bewirtschaftet? Gibt es da eine Grenze, wo das schädlich ist oder wo es vielleicht sogar auch eine Nützlichkeit gibt, dass etwas oft irgendwie bestellt oder umgewälzt wird? Was ich dazu auf jeden Fall weiß, ist eine Wiesenhaltung von intensiven Wiesen, was man ja vielleicht im Simulator hier auch spielen kann. Bestimmt, oder dass man so Wiesen abmähen kann? Das ja, bestimmt auch. Ja, kann man auch, ja, um Heu herzustellen. Genau, braucht man, wenn man anfängt. Und da werden wir auch definitiv noch in den Stream zu kommen. Auf meinem Hof gibt es im Moment noch keine Tiere, aber das cool. Wird sich dann auch ändern, dass man muss dann Heu und Stroh natürlich auch bereitstellen und auch Silage herstellen. Ja, also das machen wir heute noch, oder? Nee, das glaube ich, kriegen wir nicht hin. Das okay. Muss ich mir erst angucken, da muss ich noch ein bisschen was ausprobieren. Ja. Und wenn wir jetzt mal hier hinten hin gucken, über die Felder hinweg. Ich habe schon ein bisschen voll gebaut. Ich glaube, ich muss dann hier, wo dieses kleine Feld ist, vielleicht davon ein bisschen was abschneiden. Ich würde da eventuell ein Stück Wiese draus machen, die ich immer wieder mähen kann. Und dann wahrscheinlich hinten neben die Scheune oder sowas dann einen Tierstall. Und die sind relativ groß. Also das würde ich vorbereiten für den nächsten Stream. Da kommen wir heute nicht zu. Ich habe mich jetzt darauf verlegt, auf jeden Fall mal, während wir quatschen, hier die Felder nochmal neu zu bestellen. Es wird hier wieder auf jeden Fall Raps ausgesät, weil ich habe ja nicht umsonst da das Bienenhaus und die Bienenstöcke hingesetzt. Sehr gut. Genau, dann erzähle ich einfach mal was zu dem. Ja, was gerne. Ein spannender Punkt bei den Wiesen wäre, ist, das habe ich auch jetzt in der Vorbereitung für den Stream heute erst so richtig gelernt, dass eine sehr interessante Insektenschutzmaßnahme ein zeitliches Verzögern des Mähereignisses ist. Dass halt in so einer intensiv genutzten Wiese kommen trotzdem wahnsinnig viele Schmetterlingslarven zum Beispiel vor. Mhm. Und wenn man erst einen Teil mäht oder wenn man kleine Stücken freilässt, dann können die Larven in die Gebiete wandern, die noch stehen.
Also damit kann man auf demselben Feld durch eine ungleichmäßige Bearbeitung, auf der gleichen Wiese durch eine ungleichmäßige Bearbeitung dann lokal direkten Insekten- und Biodiversitätsschutz betreiben. Okay, ja. Und die wandern, also wie muss ich mir so eine Larve vorstellen? Ist das sowas Raupenähnliches? Genau. Die Raupen würden dann quasi dahin wandern, wo es noch Restbestände gibt. Okay. Und im Großen und Ganzen ist eigentlich immer eine kleinflächigere Landschaft, die halt genau das Gegenteil ist, glaube ich, von dem, was man im Simulator eigentlich spielen möchte. Mit den ganz, ganz großen Maschinen ist für gewöhnlich eigentlich die resilienteste. Also die gleiche Menge Acker verteilt in kleinen Abschnitten in der Landschaft wäre deutlich weniger fatal für Insektenpopulationen. Auf dem Acker selber kann in so einem Zustand wie jetzt gerade ist dann eigentlich alles, was im Boden war oder was irgendwie an Pflanzen wäre, eigentlich durch. Also zum Beispiel Hummelnester wären jetzt alle, die, wenn sie ins Feld gegangen wären, wären auch kaputt gegangen. Ja. Aber je kleiner das ist, desto weniger gravierend ist es für die verschiedenen Tiergruppen. Also könnte man sagen, wenn wir jetzt hier eher mal zwei, drei kleine Felder draus machen würden und da mal einen Erdwall zwischensetzen, mal einen Blühstreifen, mal eine Hecke, ein bisschen Buschwerk und so, dann das wäre dann schon mega gut, könnte man sagen. Voll, das wäre auf jeden Fall ein wesentlicher Unterschied und damit würde man quasi so Fluchthabitate schaffen oder sogar Lebensräume und letztlich viele von den Insekten können ja fliegen, also so die Hummel, wenn da 100 Meter irgendeine Barriere ist, kann sie darüber fliegen. Ja. Wenn es dann irgendwie 2 Kilometer sind, sieht es durchaus anders aus. Okay, ja. Jetzt bei den leeren Feldern habe ich auch noch einen anderen Aspekt, der hier auch bei uns in der Arbeitsgruppe von der Caroline bearbeitet wird. Die arbeitet mit Kranichen. Und das ist hier in Brandenburg ein total spannendes Phänomen, was ich früher in Niedersachsen nicht so oft gesehen habe, aber vielleicht jetzt auch sich irgendwann mal irgendwie einzieht. Das ist auf jeden Fall, wenn die Felder leer sind, stehen da ganz viele Kraniche drauf im Frühjahr. Okay. Und sie untersucht da auch so Mensch-Wildtier-Konflikte und diesen Übergang zwischen Schutzgebieten und den Agrarflächen und wann die Kraniche sich wo aufhalten. Das ist auch eine sehr spannende Interaktion, die auch als Mod, glaube ich, auch ziemlich cool wäre. Wenn man vorbeifährt, dann stehen die Kraniche auf dem leeren Feld. Fände ich ziemlich cool. Also auf dem leeren Feld, wenn schon wieder ausgesät ist oder noch davor? Und was machen sie da eigentlich? Ich weiß auch nicht so recht. Ich glaube, es ist einfach eine gute Fläche, wo sie dann irgendwie innerhalb von ihrem Zugverhalten sich dann aufhalten. Ah, okay, ja. Ja, also es gibt hier viel Potenzial. Wenn du jetzt nicht noch was hast, was du gerne erzählen willst, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich, da schalte ich nochmal in den anderen Modus, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, Janis, dass du da warst und mit uns hier, also mit mir und uns ein bisschen Landwirtschaftssimulator gespielt hat und ein bisschen gequatscht und so. Also wenn du jetzt noch was loswerden willst, dann ist jetzt der letzte Zeitpunkt. Ja, es war mir eine Freude, hat echt Spaß gemacht, fand ich sehr kurzweilig. Mir auch. Ich habe super viel über Biodiversität gelernt. Dass Weizen zu den Süßgräsern zählt, wusste ich vorher auch nicht. Ich nehme sehr, sehr viel mit und ich freue mich schon drauf, weil es gab jetzt so viele Ideen. Ich hoffe, der ein oder andere greift das auf beim Game Jam, vielleicht eine Mod darüber zu machen. Ich würde mich freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du da warst und einmal eine Runde Applaus aus dem Chat für Janis Till Feix vom ZALF hier aus Brandenburg, Leibniz-Institut für Agrar... Landschaftsforschung. Super, danke. Zentrum für Agrar- und Landschaftsforschung, ZALF.